Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal, also von gleich. Und hallo, heute sind wir mal wieder am Start und ich stelle euch den neuen Shop vor. Und zwar gibt es jetzt den Panda Skin. Panda Team Leader heißt er hier. Für 2000 V-Bucks ist ein legendärer Skin mit einem Bambus-Rucksack. Ja, ist nichts Besonderes, finde ich, weil es gibt schon Teddybären und also diesen blauen und diesen pinken. Und da würde ich mir den ehrlich gesagt nicht holen. Da haben wir den Sushi Master, ja, für 1200 V-Bucks, ist ein seltener Skin, mit einem Backpack, also ziemlich nice, dass man ein seltener Skin ein Backpack hat. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal kaufen. Jetzt kommen wir zu der Filed Axe, ist eine neue Spitzhacke mit einem Messer und einem Stab, einem chinesischen Stab. Ja, sieht auch ziemlich nice aus und kann man sich auch ebenfalls kaufen. Nun kommen wir zum Flying Fish. Ich bin, ihr wisst Leute, ich bin kein Fan von Gleitern. Sprite, ich kaufe ihn auf gar keinen Fall. Und ja, sieht auf jeden Fall nicht so cool aus. Ja, machen wir am besten einfach weiter. Dann kommen wir zur rechten Seite, und zwar Battle Pass Tiers. 10 Stück, macht immer noch keinen Sinn. Wie in den letzten Folgen auch schon. Macht keinen Sinn, Leute. Kauft euch nicht. Dann haben wir hier den Midnight Ops. Für 1200 V-Bucks, kein Rucksack, ist ein... Ja, durchschnittlicher Skin, also sieht es nicht extra cool aus, sieht aber auch nicht so beschissen aus. Ja, soll man sagen. Jetzt kommen wir zu einem Skin. Oh Gott, wenn ich den schon wieder sehe. No Skin mit einem Anzug. Ich weiß nicht, warum man sich sowas kauft. Für 800 V-Bucks überhaupt nicht gut. Jetzt kommen wir zu einem Tanz, und zwar True Heart. Ich merke gerade, Leute, ihr hört das gar nicht. Warum hört ihr das denn nicht? Wartet mal. Jetzt hört ihr das, denke ich mal. Oh, Moment. Nein? Immer noch nicht. Leute, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt. Ein nicht so toller Tanz, also ich werde wahrscheinlich das gated, aber ich mag diesen Tanz einfach nicht und ja, werde ich mir deswegen auch nicht kaufen. Jetzt kommen wir zu einer Dragon Axe, einer der besten Picken, wie ich finde, die es in diesem Spiel gibt. Sieht extrem cool aus und kennt man eigentlich aus dem Spiel überhaupt nicht und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir zum letzten Emote für heute, True Love. Habe ich mir gekauft, vor in Season 2 glaube ich schon, ist ein nicer Emote und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das war's von dem heutigen Daily Shop vom 19.8. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr bei Like und ein paar Freunden. Bis dann und Servus.